Herzlich willkommen, liebe Freunde, und was geht ab? Heute habe ich einige verschiedene Themen für euch vorbereitet. Und zwar tauchen wir nochmal tief in den AI, KI, Kryptosektor ein. Ich sage euch nochmal, was hier in Zukunft möglich ist, welche AI, KI, Kryptowährung ich auf dem Schirm habe und warum ich denke, dass dieses Narrativ bis zum Bullrun noch richtig, richtig viele Profits abwerfen wird. Wir gehen auch auf Humanist AI ein. Die haben einen Rugpull vollzogen. Da haben mich jetzt auch viele Nachrichten erreicht, weil ich darüber auch ein Video gemacht habe, das Projekt echt gut fand. Und ja, wie gesagt, man weiß nie, was die Leute wirklich im Schilde führen. Deswegen im Crypto-Space immer vorsichtig sein. Wir klären das im Video. Ich zeige euch, weil das auch gewünscht wurde, wie man sich das Soulflare-Konto einrichtet, um die besten Coins auf dem Solana-Ökosystem sich einzusammeln und da Prozente mitzunehmen. Im besten Fall natürlich. Und wenn du neu dabei bist und hier im Crypto-Space Bock hast, jeden Tag informiert zu werden, lass sehr, sehr gerne ein Abo da, natürlich auch ein Kommentar, ein Like. Wie gewohnt nach dem Intro. Peace. Crypto Night, Dole, Mann, ich wach über den Markt und geb Alarm, doch bekomm nicht gleich einen Herzinfarkt. Analysier den Bitcoin sowie Ethereum. Ich halte es für eine Chance, andere halten uns für dumm. Ja, liebe Freunde, wir gehen direkt rein. Ich habe einiges für euch vorbereitet. Das sage ich irgendwie immer, oder? Einiges, aber es ist wirklich einiges. Verschiedene Themen, nicht so schöne Themen. Das Soulflare-Konto richte ich mit euch ein oder zeige euch zumindest, wie das geht, weil da einfach die geilsten Coins unterwegs sind, besser gesagt Tokens auf dem Solana-Ökosystem. Wir sehen uns ganz kurz den Chart an, den Kryptomarkt. Ja, ich würde sagen, das reicht. Sieht ganz gut aus. Nein, Spaß beiseite. Ja, es kann nicht immer nur so steil nach oben gehen. Und solche Phasen nutze ich immer sehr gerne, dann tiefer in die Recherche reinzugehen. Und wir greifen heute nochmal das allumfassende Thema momentan auf. Und zwar die KI, AI-Kryptowährungen. Der Bitcoin Fear and Greed Index ist wieder fast auf 90 hochgeschnellt. Also wir sind immer noch komplett bullisch unterwegs, dass da jetzt in den nächsten 1-2 Tagen oder in den nächsten Stunden eine Mega-Korrektur kommt. Glaube ich irgendwie nicht. Also die Leute sind immer noch heiß. Und gerade der AI-KI-Sektor, ja, getrieben durch positive Zahlen von Nvidia, positive Nachrichten von Worldcoin auch, ChatGPT und die ganze Sache treiben die Kurse nach oben. Auch Meme AI Coin, da ist ja wirklich alles mit drin, fehlt nur noch Meme AI Gaming Coin. Der geht durch die Decke mit 95%, aber weiß ich nicht, was da so wirklich technisch dahinter steckt. Aber wie gesagt, wir handeln hier einfach nur narrativ und da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Vector Space AI 59%, sehr gutes Projekt. BitTensor, da beglückwünsche ich jedem, der da eingestiegen ist. Ich bin da nie wirklich eingestiegen, habe da immer irgendwie den Zug verpasst, aber genießt das einfach dazu zu schauen, wie sich das entwickelt und gönne es wirklich jedem. Fetch AI hatte ich ja gestern im Video thematisiert, da war ich früh dabei, bin einfach mal reingegangen. Wie gesagt, ich beschäftige mich ja eigentlich mit den Kryptowährungen, die viel, viel weiter hinten sind, habe da auch nicht viel investiert, aber tja, so ist es dann. Die Sache ging richtig durch die Decke, aber egal, die Prozente schmecken. Gehen wir aber nochmal ganz schnell auf Humanist AI ein. Ich habe es übersetzt, humanisierte KI. Ja, da gab es einen Exit-Scam. Über Nacht keine Seite mehr verfügbar, weder die Homepage noch auf Twitter. Wir können uns das hier mal ansehen. Alles ist weg, alles ist down. Das ist ein klassischer Rugpull. Die haben sich sozusagen aus dem Staub gemacht mit der Kohle, 665.000 US-Dollar im Wert von ETH wurden da transferiert. Sie sind diesen Mann aber schon auf der Spur. Es ist wohl ein Pole, wie ich das gehört habe. Ich habe da auch mit ein paar anderen YouTubern schon gesprochen. Ja, auch mein Geld ist weg. Spielgeld zum Glück nur. Deswegen sage ich auch immer nur mit Spielgeld. Und wir sind hier in einem Hochrisikobereich im Crypto-Space sowieso und gerade die Projekte, die aus dem Boden schießen, ja, hat mich auch getäuscht, was soll ich sagen, das Audit sah gut aus, es gab eine ordentliche Webseite, es gab eine Idee dahinter, aber du kannst den Leuten, du
Du weißt nie, was die im Schilde führen. Mir fehlt das richtige Wort dafür. Sie wurden auch gemeldet. Ich glaube sogar Interpol wurde hier eingeschaltet oder das FBI. Das FBI wurde eingeschaltet. Ja, mal sehen, ob da noch irgendwas passiert. Die Gelder wurden wohl auch eingefroren, wenn ich das hier richtig gelesen habe. Das Listing wurde ja immer wieder verschoben. Da waren schon so Gerüchte im Raum. Ja, was soll ich euch sagen? Das gehört leider Gottes im Cryptospace dazu. Ich denke mal, das ist auch nicht das erste Mal, dass mir das passiert ist. Wie gesagt, seid da immer sehr vorsichtig und ich sage ja immer wieder, nur mit Spielgeld in solche Projekte rein. Mein Geld ist auch weg, ich denke, das sehe ich nie wieder. Naja, BitTensor, Tau, also wirklich, da kann noch so viel möglich sein, auch wenn hier schon 4,6 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung am Start sind. Also, dass wir hier in einen hohen vierstelligen Bereich gehen, absolut möglich. Fetch AI, unglaublich, die im letzten Monat 370%. Viele haben mir geschrieben, sind 800.000% im Plus. Unglaublich. Jetzt kommen wir auf eine Nachricht und die trifft es wirklich ganz gut. AI Coins, mehr Hype als Value. Und da gehen wir mal hier drauf ein und das finde ich ganz gut. Was problematisch erscheint, ist meist, die meisten AI-Projekte im Crypto-Space konnten laut Hahn, also diesem Experten, bisher kaum Investoren anziehen. Das stünde dem aktuellen Hype rund um die verschiedenen Coins deutlich entgegen. Auch gäbe es ein grundlegendes technologisches Problem. Die AI-Kryptowährungen legen ja darauf Wert, dezentralisiert zu sein, natürlich durch die Blockchain im Hintergrund. Während diese Kryptoprojekte oft auf Dezentralisierung abzielen, stützt sich die aktuelle KI-Generation, also aus der normalen Welt, Unternehmen, die sich damit beschäftigen, die stützen sich dann meist auf zentralisierte Komponenten und Datenquellen. Und das miteinander zu verbinden, ist die Herausforderung. Trotzdem könnte das Krypto-AI-Narrativ angesichts des Bullenmarktes und des sich schnell entwickelnden AI-Sektors noch stärker werden. Und davon gehe ich aus. Aber wie gesagt, wir handeln nur Narrative. Wir sind noch weit davon entfernt, dass es da wirklich zu Partnerschaften kommt, zu Investoren kommt. Außer bei Fetch AI, habe ich euch ja gestern erzählt, Partnerschaften mit Bosch, mit der Telekom und auch andere KI-Krypto-Projekte haben schon Partnerschaften. Also es stimmt auch nicht so ganz, was hier steht, aber von der Massenadaption sind wir da noch weit entfernt. Das Thema sehr, sehr frisch. Der Coinbase-Bericht weist darauf hin, dass für eine sinnvolle Adaption mehr als nur Dezentralisierung von AI-Komponenten nötig wäre. Und genauso sehe ich das auch. Wir sind hier mega frisch dabei, haben aber auch eine riesen Chance davon zu profitieren. Deswegen sage ich auch, wenn dieser Hype mal abflacht, auch tagelang, wochenlang, KI, AI nicht mehr so in den Medien ist, trotzdem dabei bleiben und durchziehen, das kommt wieder. Davon bin ich fest überzeugt. Auch bin ich ein Riesenfan von Profite mitzunehmen, auch wenn einige hier unter meinen Videos schreiben, ja, das steuerliche Thema, das ist hier in Deutschland immer so. Lieber nehme ich doch Gewinne mit, anstatt ich ewig drauf warte. Oh, Strom ist alle. Geil. Ja, was ich sagen wollte, auch das steuerliche Thema, aber lieber nehme ich doch Gewinne mit, anstatt ich mich an die ein Jahre Haltefrist irgendwo binde und vielleicht die Sache wieder abrauscht und dann sind die Gewinne weg. Also ich bin ein Freund von Gewinnen ziehen. Man kann das Ganze auch mit Cointracking relativ simpel da sich auslesen lassen und beraten lassen. Auch immer mehr Steuerberater kennen sich mit dem Krypto-Thema aus. Das ist gar nicht so schlimm, wie ihr alle denkt. Also auch dazu könnt ihr mir eure Meinung mal in die Kommentare hauen. Dann habe ich einfach mal so eingegeben, die besten AI-Coins für 2024. Nicht falsch verstehen, BitTensor wird hier genannt, der Render-Token, Fetch AI, SingularityNet, WorldCoin. Ja, sicherlich gute Projekte, aber viel, viel weiter hinten. Ihr kennt meine Meinung, werden richtig dicke Prozente gemacht. Sehen wir uns gleich nochmal an. AI-Token schießen dank Nvidia in die Höhe. Auch das habe ich gesagt. Gute Quartalszahlen, Megaberichte, Riesenpartnerschaften. Davon profitieren die Coins. Natürlich auch Twitter völlig überlaufen mit KI-AI-Projekten. Auch der Meme-Sektor, Dog with Head. Ja, hat auch seine Berechtigung. Ich sehe mir dann immer meine Watchlist an, da habe ich meine ganzen Kryptowährungen auf einen Haufen und sehe mir durch, wer hier am besten performt und das sind momentan einfach die KI-Coins, AI-Coins.
wenn wir uns zum Beispiel ansehen, Elysium heute 25%. Wer hat noch richtig gut? Palm AI wieder 22% in den letzten 7 Tagen, 127%. Zieht euch diese Kryptowährung unbedingt rein. Hier haben wir Synsys One und das ist schon mal eine Solana-Kryptowährung, 14%. Da gehen wir gleich drauf ein. Glor AI 4%, Solidus AI Tech minus 6%, Vectorspace AI 52% in 24 Stunden. Der Gamercoin geht gerade auch wieder gut ab, also auch das Gaming-Narrativ, eine meiner größten Positionen mittlerweile mit der Gamercoin auf Platz 4 oder 5, meine ich, Optimism AI 12% und so weiter und so fort. Also das Ganze sieht sehr, sehr gut aus. Ich glaube auch nicht, dass der Hype da so schnell wieder vorbei ist. Und dann kommen wir schon zu Solana, das Solana-Ökosystem, die Kryptowährungen, die hier drauf laufen, können dir richtig viele Prozente ins Portfolio spülen. Ist mir die letzten Tage auch so gegangen, muss man ganz ehrlich sagen. Und da nehme ich mir auch meine Profite. Swap die erstmal in Solana um natürlich, also nicht gleich irgendwie aufs Konto auszahlen oder sonst irgendwas. Und ihr seht es hier, 667%, 374%. Und ich muss es einfach so sagen, da ist auch noch viel mehr drin. Aber kurzfristig, man muss da immer, wie gesagt, smart agieren und immer hinterher sein. Also ihr geht auf MetaMask.io. Wir kommen jetzt dazu, wie man das Solflare-Konto einrichtet und verbindet. Jeder sollte MetaMask schon eingerichtet haben. Das wäre natürlich von Vorteil. Also das ist wirklich selbsterklärend. Dann geht er hier auf Features, MetaMask Snaps. Hier oben in der Ecke rechts Discover Snaps. Dann werdet ihr weitergeleitet und ihr seht, was ihr hier alles miteinander verbinden könnt. Und hier findet ihr schon die Solana Wallet. Wenn ich jetzt hier drauf gehen würde, da ich das schon verbunden habe, würden wir den Schritt mit Solflare überspringen. Deswegen habe ich hier oben eine neue Seite aufgemacht. Also wenn ihr hier drauf geht, werdet ihr weitergeleitet zu Solflare. Solflare, das ist die Seite, wo man dann die Wallet miteinander verbindet. Ihr geht hier oben auf Access Wallet sozusagen, also das MetaMask-Konto sollte natürlich jeder haben, eingerichtet sein. Und da werdet ihr dann auch gefragt, miteinander verbinden, connecten. Also es ist selbsterklärend und da ich das schon gemacht habe, werde ich natürlich sofort mit meinem Solflare-Konto verbunden. Und da könnt ihr dann alle Kryptowährungen kaufen, die auf der Solana Wallet laufen. Ihr müsst euch natürlich Solanas einzahlen von Bitwavo, Bitpanda, BingX, BitGet, Pionix, wie ihr das gerne möchtet. Achtet immer auf die richtige, natürlich Wallet-Adresse Solana. Und dann geht ihr auf Tauschen und hier unten in dieser Leiste könnt ihr alle Solana-Token euch aussuchen und schon geht das Investieren los. Also ist super simpel, da kann man eigentlich nicht viel falsch machen und schon seid ihr dabei. Ich zeige euch auch nochmal mein Solflare-Konto, hier oben Portfolio, Harambe und Solana, der WEN-Token, Synsys One, wie ich gerade gesagt hatte. Heute sieht es ein bisschen durchwachsen aus, aber das kann sich wirklich minütlich ändern. Also haut mir eure Meinung in die Kommentare zum Thema AI, KI-Sektor. Zum Thema Narrativ, was habt ihr vielleicht im Portfolio, was sollte ich mir nochmal anschauen? Checkt unbedingt Solflare ab, da lauern so viele Prozente. Natürlich auch High Risk, ihr habt es gesehen mit Humanized AI. Das kann immer schnell gehen, dass so ein Coin auch verschwindet. Ich glaube, ich habe hier unten sogar einen, der ist einfach, ja, auch verschwunden, weil die werden da täglich gelauncht und ist natürlich auch manchmal einfach nur Scam dahinter. Aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Und ich zock da gerne mal, muss man auch einfach so sagen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt alle schön gesund. Lasst mir einen Kommentar da, wenn ihr neu im Crypto-Space seid, bestens informiert werden möchtet. Auch ein Abo für täglichen Content. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Peace. Hinterlass ein Like und auch ein Kommentar. Lass meine Glocke klingeln, so wie bei einem YouTube-Star. Crypto-Night-Doll, für euch bin ich nachtaktiv. Bleib up to date, denn jeden Tag geht etwas schief.